Herzlich, herzlich willkommen. Liebe Frauen, wenn ich meiner Intuition folge, wird es ein besonderer Abend. Und es haben sich heute Abend 5000 Frauen angemeldet. Aber es passiert heute Abend das, was die letzten Tage in meinem Leben passiert. Ich lese hier unten, ich komme nicht rein, ich höre nichts. Und ich gleichzeitig sehe ich Frauen, die reinkommen und die Huhu sagen können. Also nochmal, wer kann alles Huhu sagen? Ich muss nochmal gucken. Ah, also ganz viele Huhus und gleichzeitig Blockade. Ja, damit wären wir mitten im Thema. Ich ziehe mir jetzt mal meine Brille auf, um mal zu schauen, wer kennt es im Moment, dass er das Gefühl hat, er geht tapfer voran und dann kommt die Blockade. Boom. Irgendwas so, was man eigentlich fast gar nicht erklären kann oder man denkt, das kann dann jetzt nicht sein. Oder wo man das Gefühl hat, so, oh, man geht und geht und geht und oh, das wird so wie im Sumpf. Jetzt gleich noch eine Frage. Ich will gleich hier am Anfang sagen, wobei ich heute Abend alles reden will. Wer kennt das, dass er im Moment das Gefühl hat, also das mit den Männern, das geht irgendwie gar nicht. Die verstehen gerade Bahnhof. Okay, sind auch die eine oder andere. Wer hat das Gefühl, dass er in sich weiß, ja, es gibt einen ganz neuen Weg. Es gibt irgendwie sogar eine neue Welt. Aber in dem Moment, wo er einen Schritt aus seinem Inneren raus macht, nach draußen, ob nun medial in die Nachrichten oder real nach draußen über die Grenze seines kleinen geschützten Raumes hinaus, hat er das Gefühl so, du, nix geht. Wer kennt das? Ja. Wer von Ihnen allen weiß, dass er wirklich gebraucht wird gerade? Wer von Ihnen weiß, dass er nicht einen Tag länger rumeiern sollte? Wer hat die Hosen gestrichen, voll seinen Platz einzunehmen? Okay, gut, haben wir das auch besprochen. Wer weiß, er muss gehen. Er muss jetzt aufstehen. Und wer weiß, dass er nicht auf irgendeinen Mann, auf irgendeine Autorität, auf irgendein Wunder da draußen warten kann. Liebe Frauen, ich sage das so lange und ich weiß nicht, ob das manchmal so ein bisschen wie so eine Vision von einer, die weit denken kann, weil in einen ankommt, wenn ich sage, es braucht uns Frauen und wir können zusammen ein Feld aufbauen. Und ich weiß, das ist keine Vision. Jetzt spätestens nach dem, was jetzt gerade wieder so eng wird und wenn ich dann diese Worte höre, totaler Lockdown.
Das ist nicht einfach irgendwas, was irgend so ein Regierungssprecher, irgendein Ministerpräsident, irgendeiner da draußen verkündet. Das ist eine kollektive Energie. Das da draußen, ich kann es nicht oft genug sagen, das habe ich von meinem Freund Ecki. Wer weiß, wer mein Freund Ecki ist? Mal gucken, wer schon länger dabei ist. Wer weiß, wer ist Ecki? Eckart Tolle, genau. Mein Freund Ecki, der sagt, all diese Angst, all diese Zweifel, all diese Aggression, all dieser Groll in uns, das ist Umweltverschmutzung in uns selbst. Und das da draußen, das ist die kollektive Umweltverschmutzung, die wir nur sehen auf unserem Planeten. Das kommt von jedem Einzelnen von uns. Und das da draußen, der totale Lockdown, das ist der kollektive Lockdown von uns allen. Und dieser Lockdown ist nicht zufällig irgendein Virus, der irgendwie hier über uns kommt. Das ist, dass unser altes Sein, unser Ego-Sein, dieser Kampf, diese Angst, wenn Sie mal wirklich schauen, wenn mit meinen Augen nach 20 Jahren Paarcoaching, wissen Sie, was Beziehung ist? Krieg. Beziehung hat bei 99% aller Menschen nichts mit Liebe zu tun, sondern mit Bedürftigkeit, mit Angst, mit Weglaufen, aber nicht mit offenen Herzen. Und das ist nicht, weil irgendeiner ein Schwein ist oder weil es uns niemand gezeigt hat, weil uns niemand ermutigt hat, mit offenem Herzen zu leben. Und dieser totale Lockdown ist der Lockdown, ist das Ende von einer Art auf diesem Planeten, aus dieser alten Getrenntheit, aus dieser alten Angst, aus dieser alten Abspaltung zu leben. Und die wissen viel intensiver als die Männer, aber nicht, weil sie besser sind, sondern nur, weil sie über ihr Grundsein, wir Frauen sind eben mehr im Weiblichen verwogen, in dieser weiblichen Kraft, in diesem weiblichen Aspekt auf unserem Planeten als die Männer. Wir konnten nicht vergessen, jede Frau, die ihr Baby nach der Geburt auf dem Arm gehalten hat, die kann nicht glauben, dass es Trennung gibt. Die liebt, egal was ist mit diesem Kind. Und bei der 3798. Windel und der 795. nicht geschlafenen Nacht liebt sie. Und das haben wir nicht vergessen. Und die Männer haben eins, die haben viel stärker vergessen. Es gibt so ein männliches Alzheimer. Und die Männer wissen nicht mal, dass sie es haben. Meine Mutter leidet an Demenz. Die weiß ja nicht mal, dass sie Demenz hat. Sie weiß nicht mal. Und das ist der Lockdown. Für diese Art zu leben im Vergessen ist Lockdown, Feierabend. Und die über diese Hürde von diesem Lockdown drüber kommen, das sind die, die zurückkehren in ihr Herz. Und wir sind hier zusammen, weil es uns braucht, nicht weil wir was brauchen. Sie brauchen nichts, sie haben alles. Es braucht sie. Und vielleicht halten Sie für einen kleinen Moment die Hand auf Ihr Herz und spüren, egal wie bedürftig, egal wie ängstlich Sie sich gerade fühlen, es braucht sie. Und es braucht uns hier zusammen, weil, wenn wir gemeinsam uns ausrichten, diese Potenzierung von unserer Kraft stattfindet. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Es gibt ein Virus, der ist stärker als jeder andere Virus. Und das ist nicht ein Spruch fürs Poesiealbum. Das ist messbare, wissenschaftlich erprobte Realität. Die Liebe ist stärker. Ja, genau, das ist Liebe. Und das ist kein Lalaland, das ist immer so blöd, wenn ich sowas sage. Ich habe jetzt gerade einen Podcast
gehabt mit einem Mann, der alles mal wieder erklären kann. Ich sitze dann immer neben und denke, boah, ihr Männer, da an der Stelle, ihr habt irgendwie so leicht. Und wenn ich Joe Dispenza zuhöre, dann sagt er, ja, dieses und jenes im Gehirn und das in den Nervensystemen und das im Stammhirn und das im Dom. Und dann kann er alles erklären. Ich kann es nicht erklären. Aber ich weiß das. Wer hier kann es nicht erklären und weiß es? Ja. Und dieses Wissen ist angeschlossen an eine universelle Weisheit. Wir sind angeschlossen. Ich bin immer dankbar, wenn ein Mann mir das alles nochmal erklären kann, was ich fühle, weil es dann eben auch für andere nachvollziehbar wird. Aber wir können nicht mehr warten, dass das, was wir fühlen, für andere nachvollziehbar wird. Das, worum es geht, ist, dass ihr Leben, ups, jetzt schmeiße ich hier schon alles rum, weil ich wusste gar nicht, dass ich heute so in Leidenschaftswallung hier komme, das war mir echt nicht klar. Also, dass ihr Leben einfach ein Beispiel wird. Das ist die einzige Power, die sie haben. Ich kann es nicht erklären. Und wer von ihnen kann das alles erklären, worum es geht? Ach, wie süß an mein Sonnenspatz. Ja, genau, ich kann es nicht, aber ich weiß es. Und Sie müssen aufhören zu warten, bis Sie es erklären können, weil dann werden Sie schwarz. Sie müssen es leben. Und andere Leute müssen merken, so, okay, was macht die da? Was in aller Welt macht die da? Wissen Sie, ich treffe im Moment immer so viele Menschen und dann denke ich so, ach, ich treffe so oft Menschen, denen geht es wirklich schlecht. Und dann habe ich dann irgendwie so immer gemerkt, so wie mich sowas so aus mir rauszieht, bis ich gesagt habe, naja, mir auch. Und dann hatten so zwei Leute das Gefühl, dann geht es ihnen ein bisschen besser, weil es ihnen gemeinsam schlecht geht. Und ich muss einfach gestehen, es geht mir nicht schlecht. Es geht mir unfassbar gut. Ich habe echt mehr Falten gekriegt. Das war, ich hatte immer so eine Haut, die hat keine Falten. Da haben immer Leute gesagt, ob ich mir irgendwas habe machen lassen. Aber jetzt kommen die mal, das ist nicht so gut. Aber ansonsten, bis auf, dass das jetzt alles so ein bisschen schlapperiger wird, misst ich auch, genau. Meine Haut ist 1A. Oh, sie dürfen sich was wünschen. Also ist es einfach so, dass meine ganze Manifestation, wenn Sie wüssten, wie ich da teilweise nachts, morgens in aller Herrgottsfrüh sitze und vor mich hin wurschtel und manifestiere und in dieses Leben fühle und jenseits von allem. Ne, wenn ich aufwache, ich wache so oft im Moment mitten in der Nacht auf, dann habe ich mir das Gefühl, ich wache auf in ein Grauen hinein. Das habe ich früher immer nur bei Eckhart Tolle, hat in irgendwelchen Dingen, die ich von ihm da gehört habe, da hat er das immer erzählt, dass sein Leben irgendwie so ein Grauen war, habe ich gar nicht verstanden. Jetzt, wenn ich aus dem Schlaf, wo unser Bewusstsein geweitet ist, wo wir aus diesem kleinen Ich so raus sind, wenn ich dann zurückkomme in mein Ich, dann ist es so, und dann fange ich an, da hineinzulieben, koste es, was es wolle. Da sitze ich auf meiner Bettkante und liebe mich bewusstlos morgens. Und warum? Weil wir in diesem kollektiven Feld sind, das so macht. Alle werden immer tiefer im Moment auf dieser Welt in die Angst versetzt. Und dann sitze ich an meiner Bettkante, die kleine Eva, und sage, nein, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe so lange, bis das Grauen vorbei ist. Und dann gehe ich rüber in meinen Sessel und dann ist es irgendwie schon dämmert der Tag. Und dann mache ich eine sehr ausgerichtete, bewusste Meditation, in der ich anfange, mein Leben zu erschaffen, in Liebe, egal was da draußen ist. Und ich sage ihnen, ich schaue keine Nachrichten. Ich würde bekloppt, wenn ich mir das angucke, weil jede einzelne Nachricht macht wieder, wenn ich gerade so, das ist so wie wenn sie im Sandkasten sitzen und so ihre kleine Burg aufgebaut haben, da kommt einer und haut mit der Schippe wieder drauf. Nachrichten gucken lässt mich sofort wieder an allem zweifeln. Und ich halte meinen Fokus. Und in meinem Leben passieren immer mehr Sachen, von denen ich geträumt habe. Wir sitzen hier mit Tausenden von Frauen in diesem Moment. Davon habe ich geträumt. Damit sitze ich morgens rum, dass wir zusammen die Liebe erschaffen. Und das kann jede von uns.
Und einzelne Themen, die ich heute Abend anschneiden möchte. Ich habe in den letzten Tagen mit meinem Mann Gespräche geführt über die Männer. Und da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, es ist so ganz ehrlich, eigentlich kann fast kein Mann auf dieser Welt auch nur ansatzweise irgendeine Frau noch hinterm Ofen hervorlocken. Ich weiß nicht, wer dieses Gefühl kennt, dass Männer irgendeine Art von noch Hochhalten von dieser alten Geschichte haben. Lach, ja, lach. Dass sie noch so versuchen, über Mauer, über ich lass keinen ran, über ich zeige gar nicht, was ich fühle, ich lasse mich gar nicht erst ein auf das, was ich fühle, noch versuchen, irgendwie so eine äußere Kraft zu halten. Und ich erlebe immer mehr Frauen, die sind so müde davon, weil früher haben Frauen irgendwie, das war so ein bisschen wie so eine Gehirnwäsche, glaube ich, da haben wir gedacht, der ist ein Held irgendwie, der kann irgendwie, kann der Bären erlegen, das muss cool sein. Das hat sich zwar nicht cool angefühlt, aber irgend so eine Stimme im Kopf hat gesagt, es muss cool sein. Aber das ist nichts, was eine Frau zur Ruhe kommen lässt. Das ist nichts, was eine Frau wirklich so, dass ihr Herz vibriert, anzieht. Ich habe zu meinem Mann gesagt, weißt du, was ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Dann wird das Einzige sein, wie einer noch hier der König auf dieser Welt sein kann, ist der, der Herrscher über seine eigenen Gefühle ist. Der Rest wird bedeutungslos. Wer kann damit an was anfangen, dass er sich nach einem Mann sehnt, der nicht einfach entweder seine Gefühle alle abtrennt oder wenn er gerade mal gut drauf ist, ist schön. Wenn er nicht gut drauf ist, ist halt schlecht. Aber dass er irgendwie für die Liebe sorgen kann, wie ein Chef, Chef von der Liebe. So, und das sind die Chefs für die Frauen, die Chefs von der Liebe, das sind die Chefs. Und wenn sie das fühlen die ganze Zeit und sich vielleicht bis heute Abend nicht eingestanden haben, dass das der einzige Chef ist, den sie ernst nehmen würden, dann tun sie es ab jetzt. Haben sie den Mut, aufzustehen und zu sagen, hey, das macht nichts mit mir. Ja, mein Mann ist leider wie ein Kleinkind. Das sind habe ich auch irgendwie gesagt, ich sagte, das sind so viele Spielkinder dabei. Und so viele, die mit ihren Jungs irgendwie immer noch darüber reden, dass es cool ist, weil sie irgendwelche Frauen irgendwie, ich weiß nicht was, also klar gemacht haben, solche Worte gibt es dann. Frauen sind nicht dazu da, dass sie klar gemacht werden, sondern geliebt werden. So, das ist das Thema, was ich heute Abend sagen wollte. Warum? Weil mir geht es ja um die weibliche Schöpferkraft. Bitte hören Sie auf Männer zu warten, die irgendwie die Sachen in ihr Leben bringen, von denen sie träumen. Das ist Quatsch. Nicht ihr Mann, nicht ihr Sohn, nicht ihr Chef, nicht ihr Vater. Die sind dazu auch gar nicht da. Die haben selber gerade genug zu tun und zu lernen. Also bitte nicht warten, ja. Das Ding mit der Schöpferkraft ist, ich habe am Montag, wenn Sie meinen Podcast vom Montag nicht gehört haben, bitte, bitte hören Sie den. Da habe ich das nochmal versucht, ganz kleinschrittig aufzuzeigen, worum es geht, wenn wir in unsere eigene Schöpferkraft wollen. Das hat was damit zu tun, dass wir über diese Frau, die wir jetzt glauben zu sein, hinauswachsen. Und zwar nicht äußerlich. Sie müssen nicht gleich Heldentaten verbringen. Ich habe das erzählt im Podcast, weil das war so ein für mich wirklich nochmal kurioses Erlebnis. Ich weiß nicht, ob alle hier schon unsere kostenlose Nikolaus-Meditation bekommen haben. Wenn nicht, kann Anja irgendwie nochmal den Link teilen. Weil ich habe wirklich mit so viel Freude und
Berührung, diese Meditation geschrieben. Wenn ich eine Meditation schreibe, ist das für mich immer so ein bisschen wie anderen Bild malen, weil das kommt ja so nur aus meinem Inneren. Und ich fand die so schön. Und ich habe, also die muss ich jetzt als erstes mal selber hören. Und dann habe ich die gehört und in der Meditation war das so, okay, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ich habe alles schön gemacht, was ich von meiner eigenen Stimme gehört habe und bumm, stand ich da und es ging nicht. Und da ist es mir wieder klar geworden, weil mein jetziges Ich kann nicht die, kann das nicht, was mein zukünftiges Ich leben möchte. Weil wäre mein jetziges Ich in der Lage, das zu können, wäre es nicht mehr mein jetziges Ich, sondern mein zukünftiges Ich. Und deswegen ist es so wichtig, dass so viele, die mir folgen, haben längst gehört, dass unser Denken, unser Fühlen unsere Realität erschafft und dass wir unser Leben manifestieren können und dass wir Dinge in unser Leben hineinwünschen können. Und dann sitzen sie wieder da und denken, klappt nicht. Warum klappt es bei mir nicht? Wer kennt dieses Gefühl, klappt bei mir nicht? Ja, so. Klappt nicht, weil die jetzige Frau, die sie sind, nicht in der Lage ist, die Frau ihrer Träume zu erschaffen. Das ist spirituelles Lalaland, das geht nicht. Wir können nicht einfach so ein paar Wünsche haben und dann glauben, dass die in Erfüllung gehen, sondern wir müssen eine neue Frau werden und darum geht es mir. Und das heißt nicht, dass wir Schönheits-OPs machen, innen oder außen, sondern das heißt, dass wir uns weiten, dass das Bewusstsein, das wir jetzt haben für Dinge, immer da, wo sie sich sagen, das ist jetzt echt ein bisschen unverschämt oder mein Gott, die leben ja echt mal drüber. Oder, naja, das sind irgendwie, die ist ja auch so schön oder die ist so reich. Na klar, was die alles kann. Das ist das alte Ich. Das macht dung, 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 dung. Das macht jeden Tag Zement auf die Mauer und sagt, das sind die anderen und hier bin ich. Es geht darum, dass sie sich dabei erwischen, wie oft sie sagen, wie oft sie urteilen über große Möglichkeiten oder wie oft sie sagen, das sind die anderen. Dieses neue Ich kommt zu ihnen, wenn sie sich trauen, über ihre klitzekleinen Möglichkeiten, die sie sich bisher erlaubt haben, diese Brotkrumen hinauszuträumen. Ich habe gerade fertig seit einer Woche, es ist jetzt das erste Mal, dass ich drüber rede. Ich wollte noch gar nicht drüber reden. Also ich sage nur einen klitzekleinen Satz, ich habe seit einer Woche, ich habe mit meiner 25-jährigen Tochter zusammen ein Buch geschrieben für junge Frauen in ihrem Alter und habe denen versucht zu zeigen, wie die Liebe wirklich geht und wie sie wieder in ihren Selbstwert zurückkommen. Und da habe ich wieder mal über eins meiner Lieblingsmärchen geredet und das ist Aschenputtel. Da sind diese Stiefmutter und diese Schwestern. Und im Märchen geht es um unsere innere Welt der Psyche. Das sind drei Anteile, die nichts erlauben, wo nichts zu holen ist. Und Aschenputtel, das ist das Ego. Aschenputtel bleibt in ihrer inneren Welt. Von denen kriegt sie nur Linsen und Brotkrumen. Aschenputtel lässt sich nicht beirren. Sie geht nicht in den Kampf mit denen. Sie lässt sich von denen aber auch nicht klein machen, so wie viele von uns. Viele von denen, die mir hier zuhören, lassen sich gar nicht mehr von ihren ganzen Ansätzen richtig klein machen. Aber mitten in den Linsen, den Brotkrumen und dieser unfassbaren Einsamkeit, in der so viele Frauen sich fühlen, auf einer scheinbar, mitten in einer scheinbar vollen Welt von allem Möglichen. Ich weiß, wie viele Frauen sich total einsam und verloren fühlen. Da hat Aschenputtel mit den Tieren gesprochen. Da hat Aschenputtel diesen unfassbaren Respekt für die Natur gehabt.
Und sie hat ihr Herz immer weiter geöffnet. Und dann hat sich angefangen, die Welt zu verwandeln. Aus der Maus wurde der Kutscher und aus dem Kürbis die Kutsche. Und das ist diese tiefe Metapher dafür, wenn wir wirklich unser Herz offen halten und über uns und unsere Umstände hinauswachsen, dann fängt an, die Welt sich zu verwandeln. Ja, gucken Sie ruhig morgen mal Aschenputtel, das ist schön. Aber gucken Sie mit den neuen Augen auf das Märchen. Ihre Welt wird sich verwandeln, wenn Sie bei Ihrer Liebe bleiben. Egal, was da draußen im Moment gerade abgeht und uns den ganzen Tag suggeriert wird. Und dass sie fühlen lernen, das, was sie sich wünschen und erträumen, das ist da. Dieser Prinz war da die ganze Zeit und hat die ganze Zeit nach Aschenputtel gesucht. Das Leben sucht nach ihnen. Das Leben sitzt da und sucht wie bekloppt, dass sich endlich eine öffnet für die Möglichkeiten. Habe ich von Chuck Spezzano schon vor 20 Jahren habe ich das geliebt. Dieses Bild ist nicht von mir. Er sagt, jeder hat seinen Schutzengel. Aber Schutzengel leben davon, dass wir uns was von ihnen wünschen, weil von jedem unserer Wünsche wächst eine Feder an ihren Flügel. Und die meisten Schutzengel, sagte er damals, sie sehen aus wie gerupfte Hühner. Sie müssen leidenschaftlich in diese Wüste, in der wir da gerade landen, in dem totalen Lockdown von Liebe, in dieser Wüste von Angst, sie müssen da hineinlieben, so lange, bis die Maus zum Kutscher wird und der Kürbis zur Kutsche. Das ist ihr Job. Und wenn sie sich verdödeln die ganze Zeit und irgendwo sich ablenken und irgendwie mit ihren Freundinnen irgendwie sich die Zeit vertreiben und sich nochmal richtig wieder von dem dritten Nachrichtenblock am Tag runterziehen lassen und sich wieder mit ihrem Mann anlegen und wieder Dinge machen, auf die sie keine Lust haben. So wird aus der Maus kein Kutscher und aus dem Kürbis keine Kutsche. Der Weg der Manifestation, und wir werden ja nachher noch über meine Ausbildung reden, warum ich die überhaupt jetzt mache, obwohl ich sie ja nie machen wollte, ist, weil ich weiß, ich habe jetzt so lange an so viele Frauen angetextet, dass mein Leben so da rausspringt aus diesem kollektiven Lockdown, ist, weil ich so konsequent mich losgelöst habe von alten Bindungen, von alten Gewohnheiten, von Medien, Strom und all dem Zeug und in meinem Inneren wie Aschenputtel gesessen habe und meine Welt konsequent gehalten habe und meine Liebe da jeden Morgen auf meiner Bettkante sitzen gehalten habe, egal welches wahrnehmbare Runterziehende da war. Und das ist ein Job, der braucht uns ganz, nicht mal so ein bisschen nebenbei. Und der braucht eine Struktur und der braucht ihre Konsequenz und der braucht, dass sie sagen, ich mache das jetzt nicht, jetzt kommt Weihnachten. Und Weihnachten ist ja jetzt nicht die Möglichkeit zum großen Familienfest, zu den 27 Events und 990 Geschenken. Sie könnten echt Zeit haben. Sie könnten allen sagen, ich mache nicht mit, ich brauche meine Ruhe. Und sie könnten hochfahren und sagen, die Zeit, wo jetzt hier nichts läuft, ist die Zeit, in der ich 2021 für mich bastel. Ich sitze vor meiner Maus und ich liebe sie so bedingungslos, bis aus der Maus der Kutscher wird. Liebe Frauen, Sie sind jetzt dran. Sie sind dran, die Welt zu verändern. Und jetzt sind Sie außerdem dran, wenn Sie wollen, Fragen zu stellen. Anja, lebst du noch? Ja. Hast du die Decke über den Kopf gezogen? So.
Dann würde ich sagen. Frägelchen, oder wir müssen mal alle Frauen einladen zu der einen oder anderen Frage. Also wenn Sie ein Frägelchen haben, können Sie es jetzt stellen. Eine Frage habe ich gerade schon gesehen und die lautete, ich kann sie jetzt nicht vorlesen, weil sie zu weit oben im Chat ist. Wie kann ich meine Wünsche zu 100% auch ins Leben bringen, wenn ich im tiefsten Inneren die Glaubenssätze trage, die mich noch davon abhalten, wirklich daran zu glauben, dass ich das auch schaffen kann? Gute Frage. Wir sind voll von solchen Glaubenssätzen. Und die werden an jeder Ecke getriggert. Da möchte ich gleich unbedingt auch noch mal drüber reden. Mir schmeißen sich gerade alle möglichen Steine in den Weg. Und die Steine, die sich mir in den Weg schmeißen, die sind dazu da, also es ist gerade erst so seit einer Woche geht es los und ich weiß eigentlich, mich kurz vor so einem richtigen Tum, so eine, mit der Kutsche direkt ins Schloss zu fahren. Und jetzt kommen da so, meine Kutsche macht gerade so. Und ich habe das Gefühl, ich fliege oben raus. Es braucht diesen Mut, sich von den Umständen nicht zurückreißen zu lassen. Ich erkläre das sehr ausführlich in meinem Buch Liebe kann alles, sehr ausführlich dieses Phänomen, nämlich dass jetzt meine jetzige Erfahrung, auch meine Stolpersteine, die ich jetzt gerade so hingeschmissen kriege, die wirklich nichts mit meinem jetzigen Ich zu tun haben, die sind, alles, was Sie jetzt gerade erleben, ist das Ergebnis Ihres bisherigen Denkens und Fühlens. Und das, was gerade hochkommt durch diesen unglaublichen Druck aus Angst, der überall, Sie müssen sich mal überlegen, wie viele Menschen gerade in Angst leben und wie viel mehr denn je, was das für einen Druck erzeugt. Das ist so, als ob Sie schwimmen gehen wollen und einen Hinkelstein am Fuß haben und so das Gefühl haben, ich weiß nicht, wie ich mich über Wasser halten soll. Und wenn Sie, jetzt braucht es Sie, dass Sie in Ihrem Jetzt immer wieder jeden Tag sich x-mal klar machen, das ist alte Kamelle. Das ist alles noch aus meiner Vergangenheit, alles aus meinem Bewusstsein, was da jetzt hochgeschwemmt wird. Und ich muss präsent bleiben und mich nicht runterziehen lassen. Und Sie werden, da passieren Dinge, also die letzten zwei Tage können Sie mal Anja und mich fragen, da ist hier wieder so ein Klopper passiert, wo wir so erstmal so kurz so gemacht haben und dann haben wir uns so da durchgewuselt zusammen und heute Nachmittag hatte ich dann irgendwann so ein Gefühl, ha, nicht geschafft. Und kam so ganz wieder bei meinem jetzigen Selbst an. Aber das dauert vielleicht heute Abend, passiert irgendwas und dann kommt wieder so eine Sache, die mich am Haken hat und mich glauben lässt, dass ich kleiner bin, dass ich schwächer bin. Und das Ding ist, dass Sie so schnell wie möglich Gedanken als Gedanken erkennen, weil Gedanken sind nur Gedanken, das sind nicht Sie. Das taucht in Ihrem Kopf auf. Und dass Sie merken, will ich diesen Gedanken denken? Das ist ein richtiges Trainingscamp. Und wenn ich diesen Gedanken in meiner Zukunft nicht realisiert wissen will, was möchte ich jetzt denken? Und wie Sie dann da rauskommen, also zum Beispiel das, was wir da die letzten zwei Tage hatten. Sie haben nur eine Chance. Ne? Also erstmal bei dem, was da passiert ist, hatten Anja und ich beide so Messer zwischen den Zähnen. Und Sie müssen in Ihren Frieden kommen, weil wenn Sie die Messer zwischen den Zähnen haben oder die Angst, dann sind Sie im Alten. Und dann werden Sie jetzt in diesem Moment mit der Angst und den Messern zwischen den Zähnen in die Zukunft schon wieder das Alte bringen. Und während das die Umstände so sind, dass Sie so mit Ihnen machen, so, wenn Sie immer wieder aufstehen, alle zwei Minuten und sagen, was will ich eigentlich? Ah ja, aus der Maus eine Kutsche. Und um sie rum sind aber nur Brotkrumen und böse Schwestern und eine dumme Stiefmutter, aus der Maus eine Kutsche. So lange, bis langsam sie, die Maus war der Kutscher, bis der Kutscher langsam ahnbar wird. Und dann gibt es so einen Moment, das nennt Joe Dispenza, der alte Wissenschaftler, den Kollaps der Welle.
Es gibt so einen Moment, da ist es in Ihnen, was Sie halten, stärker als Ihr jetziges Ich. Aber das jetzige Ich macht so und Ihr neues Ich macht die ganze Zeit so. Und immer wieder fühlt es sich an, oh, ich schaff's nicht. Und dann kommen Sie wieder und dann macht's wieder so und dann kommen Sie wieder. Und der Kollaps der Welle ist, wenn Ihr jetziges Denken und Fühlen stärker ist als die jetzige scheinbare Realität in der Materie und Sie aus dem Feld, in das Sie verwoben sind, der Möglichkeiten das Neue rausgeholt haben. Und dann sind Sie das Neue und das Alte fällt ab. Aber von da über da bis da braucht es wirklich, ne? Nicht so ein bisschen affirmieren, Mantra, Wünsche auf Zettel schreiben. Da braucht es das, was ich die friedvolle Kriegerin nenne. Da braucht es sie ganz und gar, dass sie sich von nichts und niemandem unterziehen lassen, sondern in der Liebe bleiben und auf ihrem Weg. Und das, wie sagte Anja das heute, das lasse ich nicht mehr zu. Ne? Anja grinst, ne? Wie hast du das heute gesagt? Sag nochmal, wie du es gesagt hast mit deiner Stimme. Wie habe ich es denn nochmal gesagt? Ich glaube, ich habe gesagt, jetzt ist Schluss damit. Jetzt tue ich nichts mehr, was sich nicht mehr gut anfühlt. Ja. Wer wünscht sich das? Muss ich gleich mal gucken. Wer wünscht sich das? Jetzt tue ich nichts mehr. Ja, genau. Und wer verlässt sich andauernd und tut all die Dinge, die sich nicht gut anfühlen? Genau. Und das ist das Frauending. Männer tun unglaublich viele bescheuerte Dinge, die sich gut anfühlen. Und Frauen tun unglaublich oft, was sich nicht gut anfühlt, statt die Dinge zu tun, von denen sie vor ihrem Herzen wissen, dass sie richtig sind. Das ist crazy. Männer brauchen Frauen, die ihnen zeigen, worum es wirklich geht. Und deswegen müssen wir aufhören, die Dinge zu tun, die sich nicht mehr gut anfühlen und uns zusammentun. Wenn, ne, allein zu hören, wenn Anja das so sagt, ich tue das nicht mehr, ich mache das nicht mehr mit, das gibt jedem von uns einen Impuls. Mit wem hat es was gemacht, dass Anja das gesagt hat? Anja, was macht es mit dir, wenn du siehst, dass den anderen Frauen das genauso geht? Also wenn ich jetzt hier so lese, dass so einige Frauen schreiben, dass sie das gar nicht spüren, was ihnen nicht gut tut, dann kann ich zum Beispiel nur sagen, doch, man spürt das, aber man geht darüber hinweg. Ja. Und man ist perfekt darin, darüber hinwegzugehen oder es einfach nochmal auszuhalten und nochmal auszuhalten und den Weg nochmal mitzugehen und die Schleife nochmal zu drehen. Aber man kommt an den Punkt, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jetzt ist einfach Schluss. Und zu fühlen, wenn man sagt, jetzt ist einfach Schluss, wie gut sich das einfach anfühlt und wie es sofort alles frei wird und nicht mehr eng ist, nicht mehr wehtut, sondern direkt frei wird, das ist, dann weiß man, wie lange man darüber hinweggegangen ist. Ja. Und was das mit mir macht, das zeigt mir, dass das einfach der so wichtige Weg für uns alle ist. Weißt du, wir müssen das alle tun. Wenn es alle tun würden, wie ehrlich wäre dann die Welt? Ja, total. Eine Frau hat gefragt, Eva, warum dir das denn noch passiert? Mit unserem Thema hier. Ganz einfach. Obwohl du doch schon so lange innere Arbeit machst. Ja, ganz simpel, weil ich mich ja immer weiter voranwage. Und auf dem Weg nach vorne taucht alles auf, was hinten war. Ganz einfach. Es gibt, ne, das meiste ist uns nicht bewusst. Und wenn wir nach vorne gehen, kommt immer aus dem Unbewussten was ins Bewusstsein, weil das Unbewusste hat uns hinten gehalten, klein gehalten, festgehalten. Und wenn ich mich da rausbewege, dann komme ich da nicht raus durch
Affirmationen, die ich mir auf meinen Kleiderschrank klebe, sondern indem ich, wie Anja gesagt hat, ich mache nicht mehr mit. Also indem ich real, erfahrbar in dieser Welt für mich und die Liebe zu mir selbst gehe. Und dann kommen Dinge auf und Menschen auf und Widerstände auf, die sagen, tust du es wirklich? Traust du dich? Wagst du dich? Und jeden Schritt, den ich weitergehe, solange ich gehe, werden diese Sachen auftauchen. Andere Dinge, die mir vielleicht noch vor, keine Ahnung, 5 Jahren Todesangst gemacht haben, ich dachte, oh, das schaffe ich nie, wenn ich da jetzt nicht zeige, die machen mir heute keine Angst mehr. Aber in meinem nächsten Schritt, in meinem nächsten Schritt kommen immer neue Sachen, immer wieder Prüfungen. Das ist Teil vom Ganzen. Aber das ist das Abenteuer, um das es geht im Leben. Zu schauen, wer bin ich? Kriege ich das hin aus der Maus, den Kutscher? Oder nicht? Aber viele Leute wagen sich ja nicht mal auszuprobieren, ob sie aus der Maus einen Kutscher machen. Die sagen einfach, ach, alles Mäuse, alles Brotkrumen, alles Linsen und ich bin Aschenputtel, das ist mein Weg. Nein, aus der Maus ein Kutscher. Jetzt schreiben gerade viele Frauen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben anderen Menschen gegenüber, wenn sie sich dann für sich entscheiden und sich abgrenzen. Ja, also ich glaube, es gibt keine größere Hürde als die. Weil wir möchten so gerne, dass es den Menschen gut geht. Und wir möchten niemanden verletzen. Und das Kind in uns möchte nicht ausgegrenzt werden. Und die Angst, dass wenn ich zeige, was ich will und vor allen Dingen, was ich nicht will, dass ich ausgegrenzt werde, die ist so gigantisch für diesen inneren Kindanteil in uns, dass wir alles tun, alles verleugnen, alles von uns aufgeben, nur um im Kontakt zu bleiben. Und deswegen braucht es auf diesem Weg ganz viel Mitgefühl. Der Weg, den ich ihnen immer wieder versuche zu zeigen und jetzt auch weiter in der Ausbildung lehren möchte, ist der Weg, ehrlich mit seiner Angst zu sein, sie nicht abzuspalten, sondern wenn ich weiß, dass ich Angst habe, dass ich ausgegrenzt werde, wenn ich mich zeige, dann kann ich viel mitfühlender mit mir sein. Wenn ich aber gleichzeitig umgeben bin von Menschen, die mir Mut machen, trotzdem es zu wagen. Es gibt eine Szene aus meiner Ehe, an einer der schwierigsten Stellen mit meiner Mutter, die mir von Kind an unfassbar viel Angst machen konnte. Und mir immer wieder gedroht hat mit totaler Ausgrenzung. Ein Satz, den ich wieder und wieder gehört habe, war, dann hast du keine Mutter mehr, wenn ich nicht das gemacht habe, was sie wollte. Und es gab so viel Ängste in mir. Und es gab eine Phase, wo ich mich aus all dieser so unguten Beziehung mit ihr rausgearbeitet habe. Und es war eine der schwierigsten Phasen meines Lebens, frei zu werden von dieser Abhängigkeit und dieser ungesunden Beziehung mit meiner Mutter. Und es gab einen Abend, da wusste ich, ich muss sie anrufen. Und ich habe gedacht, also ich würde alles tun, nur nicht meine Mutter anrufen müssen. Das war das Schlimmste, es war wie direkt vom Hochhaus springen. Und ich saß da und irgendwann setzte sich mein Mann neben mich und ich sagte, das Einzige, wie ich es kann, ist, wenn ich deine Hand halte während des Telefonierens. Und ich habe auf dieser Couch gesessen, haben wir die Tage noch darüber gesprochen, da sage ich, ich weiß noch, wie die Couch sich angefühlt hat und das Fenster, aus dem ich rausgeguckt habe. Ich habe seine Hand gehalten, ich glaube, die ist halb tot gewesen, die Hand danach, die ist blau abgequetscht gewesen, weil ich mich so an ihm festgehalten habe, um hier, das wusste ich damals nicht, heute weiß ich das, um hier zu bleiben, bei mir zu bleiben, Kontakt zu mir zu halten, mich zu fühlen und nicht mitzugehen mit der alten Angst. Und das war der Anfang vom Ende einer ungesunden Beziehung zwischen einer Mutter und einem Kind und einer Befreiung. Und die Angst war groß, aber mein Herz war größer, das gesagt hat, das kannst du nicht einen Tag länger mehr machen. So. Dann habe ich noch eine Frage bekommen.
Wie geht das denn mit diesem Hineingeben? Und was meinst du denn mit Liebe hier in diesem Kontext? Ich kann mir vorstellen, dass auch die eine oder andere neue Frau heute dabei ist und vielleicht erklärst du das nochmal. Du meinst, wenn ich morgens da einfach hineinliebe? Also manchmal ist es so, dass ich übermannt werde, zum Beispiel, wenn das morgens ist noch recht, das ist ein bisschen das, was ich da morgens mache, ist ein bisschen so ein kleines fortgeschrittenes Programm. Aber es gibt oft so Momente oder Situationen, da zieht und zerrt alles Mögliche in mir, an mir. Und dann tue ich alles, um nicht zu glauben, dass das Realität ist, sondern dass etwas in mir wieder auf die gewohnte Art und Weise agiert. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Dass da Gefühle auftauchen, wie sie immer an bestimmten Stellen auftauchen. Dass ich eine Art von dass ich plötzlich in Stress gerate, dass ich plötzlich so einen Druck in mir fühle, wie ich das schon x-mal gefühlt habe. Und da hinein zu lieben ist, wenn ich mich hinsetze und das Ganze in mir erlebe und nicht mitgehe. Das ist die Wahrheit von unserem normalen alltäglichen Sein, ist, dass in uns die ganze Zeit unser sozusagen automatisiertes Selbst denkt irgendwas, fühlt irgendwas, wir machen morgens die Augen auf und dann geht es ab. Das ist ein konditionierter Ablauf in uns. Wer schon mal gesehen hat, vielleicht ist das ein Bild, was hilft. Wenn ein Pferd zugeritten wird und das Pferd geht hinten hoch und vorne hoch und hinten hoch und vorne hoch und der Reiter bleibt ruhig auf diesem Pferd sitzen, ein geübter Reiter, bleibt ruhig auf diesem Pferd sitzen und bleibt präsent. Also jetzt nicht so ein Arschloch, der ein Pferd zusammenreitet, bis es endlich nachgibt, sondern ein wirklicher Reiter, der ein Pferd in dem Sinne zureitet, dass er sitzt und hält und sitzt und hält und bleibt, bis das Pferd unter ihm die Ruhe findet. Das ist einer, der mit Pferden umgehen kann. Und wenn das Pferd unter ihm ihn akzeptiert als anführende Kraft, dann beruhigt es sich, dann gibt es nicht nach, dann gibt es sich nicht auf, dann beruhigt es sich unter ihm. Und das ganze Körpersystem fährt, landet. Und dann irgendwann kann es mit einem schön gebogenen Nacken, ohne irgendeine Kraft an diesem Zügel entlang gehen, weil es in sich gesammelt ist. Und in mir, in jedem hier, ist so ein Pferd. Und wenn das Pferd hinten und vorne hochgeht und ich normalerweise vergesse, dass ich der Reiter bin, dann geht's ab mit mir. Und ich muss sitzen bleiben. Und das muss ich jeden Tag üben. Jeden Tag. Mit meinem Pferd nicht abzugehen. Und erst recht nicht mit den Pferden von anderen Leuten. So, jetzt kommen hier langsam schon Fragen zur Ausbildung, Eva. Warte, ich brauche ein Stückchen Wasser. Ja. Und zwar kann man denn, möchtest du erstmal allgemein was zur Ausbildung sagen oder wollen wir direkt mit den Fragen einsteigen? Also ich sitze seit 2 Tagen hier unten in meinem Kämmerchen, in unserem kleinen Studio hier. Anja, lach nicht so. Anja kriegt die ganze Geburt hier unten mit von meiner Ausbildung und nehme auf und schreibe Strukturen und mache und tue. Und habe jetzt ein Video aufgenommen und das ist echt manchmal so, es gibt so eine weise Eva in mir, aber es ist nicht die ganze Eva-Weise, es gibt eine sehr weise, die sehr angebunden ist und wenn die dann so am Werke ist und dann habe ich so da gesessen, habe ich gedacht, oh, ist ja eine tolle Sache, die Ausbildung ist ja interessant und dann staune ich manchmal über die weise Eva und die ich war so richtig berührt, als ich mein Video fertig hatte, weil es ist eine Ausbildung, die uns an uns selbst anbindet, die uns
finden lässt den Weg in uns selbst und die uns herausfordert in eine Wahrheit des Lebens. Ich weiß einfach, dass viele Frauen, also erstmal müssen wir alle kapieren, wir sind jetzt dazu da, auf diesem Planeten die entscheidende Veränderung herbeizuführen. Keine äußeren Autoritäten, wir. Und es gibt Frauen, die wünschen sich, Coach zu werden, anderen Leuten irgendwo Unterstützung zu geben, Leute zu trainieren, Leuten beizustehen. Und ich möchte in dieser Ausbildung Frauen durchaus ermächtigen, dass sie anderen Menschen neue Wege zeigen können. Aber für mich ist es kein Unterschied, dass ich meinem Kind oder einem Klienten einen neuen Weg zeige. Weil ich kann nur das zeigen, was ich bin. Die alte Art zu lehren, indem ich eine Ausbildung mache, indem ich Wissen ansammle und das weitergebe, das ist Schnee von vorgestern, aus meiner Sicht. Ein echter Coach ist einer, der ausstrahlt. Und ich weiß, zum Beispiel ist es bei mir so immer wieder, und glauben Sie mir, das hört sich vielleicht manchmal schön an, das ist nicht immer schön. Es gibt unzählige Erfahrungen, dass ich irgendwo bei irgendwem aufgeschlagen bin, bei einer privaten Einladung oder sonst wie. Es gibt so ein paar ominöse Geschichten aus meinem Leben. Es gab mal eine vor vielen, vielen, vielen Jahren, als mein Mann noch Manager war. Da waren wir mal eingeladen bei einem Event mit seinem obersten Boss, dem Vorstand. Und der oberste Boss, der Vorstand, der solchen Themen aber so minus 500 zugewandt war, saß neben mir bei einer Cocktailparty in einer super schicken Bar. Also es war jetzt kein Setting für ein Coaching-Gespräch. Und ich habe ungefähr eine Viertelstunde mit dem mich unterhalten und auf einmal fing der an und hatte Tränen in den Augen. Und mein Mann sah das aus der Ferne und kriegte die volle Schnappatmung und dachte, oh Gott, sie hat es wieder getan. Und dachte, ich hätte dem jetzt irgendwie so mein Zeug an die Backe getextet. Ich war einfach nur neben ihm. Ich war früher Journalistin. Ich habe mal mit einem sehr berühmten Minister ein Interview geführt und seine Frau stand im Hintergrund. Das waren so Interviews, da war ein Journalist nach dem anderen. Und der saß irgendwann heulend vor mir und erzählte mir sein Leben. Und diese Frau sagte, was haben Sie mit ihm gemacht? Und ich sage, nichts, ich habe ihm nur Fragen gestellt. Warum ich Ihnen das erzähle, ist, weil immer schon was von mir ausgegangen ist, was Menschen transformiert hat, ohne dass ich was gemacht habe. Und ich möchte in dieser Ausbildung Sie immer weiter dabei begleiten, dass Sie größere Kräfte durch sich wirken lassen, dass Ihre Kinder, Ihre Männer, Ihre Klienten, Ihre Patienten, vielleicht sind Sie Friseur, die Menschen, denen Sie die Haare schneiden oder den Kopf waschen, durch das, was Sie aussenden, verändert werden, ohne dass Sie sich anstrengen, ohne dass Sie die missionieren oder denen was an die Backe texten. Das ist meine Ausbildung, dass Sie eine neue Frau werden, dass in Ihnen so klar ist, wer Sie sind, dass das ausstrahlt und dass Sie so klar werden, dass wenn es eine neue Berufung für Sie gibt, wenn es eine neue Beziehung für Sie gibt, dass Sie fühlen, wie sich das anfühlt und dass Sie es deswegen in Ihrem Leben anziehen. Sie werden im Idealfall die Herrscherin über Ihre innere Welt. Und das ist die Ausbildung. Und das ist mein eigener Weg, die letzten 20 Jahre, dass ich ausgebildet werde von meiner Seele, von meiner inneren Führung, dass ich begleitet bin, dass ich total herausgefordert bin, dass ich leider, haben Anja und ich die letzten zwei Tage uns auch so eine Mischung aus erst gefrustet und dann amüsiert, dass ich an bestimmten Stellen meinen Weg über die schmale Klippe alleine gehen muss, dass ich mich nicht an andere Leute klemmen kann. Aber dass ich immer stärker werde, weil meine Seele mich mir nicht erlaubt, rumzueiern und ich ihr immer mehr folge. Und das möchte ich gerne teilen, diesen Weg der letzten 20 Jahre mit Frauen.
Dann fragt eine Frau, ob man auch die Ausbildung machen kann, wenn sie bis jetzt nur Bücher von dir gelesen hat, aber bereits meditiert, aber sonst noch nichts unserer Programme genutzt hat. Also um der eigenen Seele zu folgen, muss man echt nicht unsere Programme nutzen. Also als meine Seele sich auf meine Schulter gesetzt hat und gesagt hat, du meine Liebe, der Kampf, den du da lebst, dieses Unglück und dieses Festgefahrensein, damit ist jetzt Schluss. Da hatte ich mal gar nichts gelesen und gemacht. Aber eins war ich. Ich war so nicht mal offensichtlich, aber tief innerlich war ich so am Ende mit einer Art zu leben, dass ich es kaum in Worte fassen konnte. Ich wollte keinen Tag. Das war in dieser unglücklichen Phase meiner Ehe, als meine Tochter klein war, als ich keinen Job hatte. Ich wusste so, ich ersticke, wenn ich noch weiter so lebe. Und da kam diese innere Welt zu mir. Und ich hatte meine erste Berührung. Und das, was ich da getan habe, das war eine Sache. Und dazu müssen Sie keine Bücher lesen. Ich habe mich hingegeben. Ich habe mich wirklich knallhart meinem Herzen hingegeben. Ich habe Dinge getan, von denen ich nicht mal kapiert habe. Als ich angefangen habe mit diesen seltsamen Meditationsprogrammen auf Englisch, was echt ein bisschen crazy geklungen hat. Aber mein Herz hat gesagt, da ist irgendwas drin und ich wusste nicht, was ich da tue. Ich habe es getan. Jeden Tag Kind in den Kindergarten, Staubsauger, Mittagessen kochen, hinsetzen. Und ich habe es getan und getan. Irgendeine Stimme in mir hat gesagt, es geht kein Tag mehr so weiter. Und das irgendwie hier ist ein neuer Weg. Und wenn Sie das fühlen, dann seien Sie dabei. Ist die Ausbildung auch für jemanden geeignet, der sein Ziel noch nicht kennt und sich total leer fühlt? Also, das mit dem Ziel, das ist überhaupt eine der großen Fallen. Selbst die, die sagen, ich kenne mein Ziel, ich möchte gerne dieses oder jenes, ich möchte gerne endlich eine glückliche Beziehung oder was weiß ich, möchte einen anderen Job oder mehr Geld oder ich schwöre Ihnen, weil das ganze erste Modul der Ausbildung wird sich darum drehen. Die meisten Ziele, selbst wenn wir sie haben, sind nicht unser wirkliches Ziel. Das sind wie so Geschenkverpackungen. Und wir müssen dieses wirkliche Ziel unseres Herzens rauspuckeln. Und dann nimmt das Leben Fahrt auf. Und es gibt mindestens so viele, die sagen, ich weiß nicht. Und so wie Anja eben, weise wie sie ist, gesagt hat, doch, sie wissen, dass es nicht richtig ist. Sie haben nur super viele Tricks drauf, es immer wieder zu verdrängen. So sage ich Ihnen, wenn Sie glauben, dass Sie nicht wissen, was Ihr Ziel ist, Ihr Herz weiß es ganz genau und Ihre Seele auch. Wenn Sie lernen, sich richtig zuzuwenden, werden Sie Ihr Ziel finden, garantiert. Dann ist eine ganz häufig gestellte Frage, was ist der Unterschied zum Transformationskurs und zum Liebe-kann-alles-Training? Also, dieses Mal bin ich angetreten, dass ich mit Frauen sein möchte, die nicht mehr nur, also im Liebe-kann-alles-Training habe ich versucht, eine Welt aufzumachen, eine Welt von einem neuen Bewusstsein. Und ich habe den Frauen überhaupt erstmal einen Einstieg in diese neue Welt der inneren Arbeit, der Manifestation zeigen wollen. Und dazu haben wir benutzt meinen Transformationskurs, den Meditationskurs, der in dieser schöpferischen Art der Meditation, wie ich sie seit 20 Jahren mache, ein strukturiertes Programm ist. Dieser Transformations-Online-Kurs ist ein in sich geschlossenes Meditationsprogramm, mit dem kann ich mich alleine zu Hause hinsetzen und kann all diese Meditationen machen und die Audios und die Videos und kann mich darin ausprobieren, in meine Schöpferkraft zu gehen.
im Liebe kann alles Training habe ich diesen Kurs begleitet und habe hab den Frauen diese Welt eröffnet und habe sie eingeladen, in diese Welt einzutreten. Jetzt im nächsten Schritt möchte ich gerne ein Jahr lang, dass quasi Frauen ihr Leben so verändern, wie ich mein Leben verändert habe, dass ich aus einem Leben, das mir nicht dient, das mich sehr oft einfach, also entweder aus Gewohnheit besteht oder mich aus mir rausholt oder indem ich Wege gehe, die mir gar nicht gut tun, Jobs mache, die mich nicht wirklich erfüllen, dass ich Tag für Tag für Tag mein Leben verändere, bis ich ein Leben lebe, das meinem Herzen und meiner Seele entspricht. Und das ist die Ausbildung, dass ich ein Jahr lang meinen ganzen Alltag Millimeter um Millimeter zu meinem mache, sodass diese Art, wie Anja und ich jetzt leben, einfach normal für sie wird, dass sie viel mehr Spielraum, viel mehr Freiheit, viel mehr Selbstgestaltung haben, dass ihr Leben sich grundlegend innerlich und damit äußerlich verändert und dass sie gleichzeitig dabei lernen, wie sie für andere Menschen und in dem, was sie tun, tatsächlich Gestalterin werden, Helferin, Unterstützerin, dass sie ihren Platz auf diesem Planeten einnehmen. Darum geht es mir. Und dass wir das einfach ein Jahr lang konsequent miteinander tun. Das ist nochmal aus meiner Sicht eine Schippe drauf. Und dass wir es im Unterschied zum Transformationskurs, den man eben alleine tut, dass wir die Kraft wieder der Gruppe nutzen und dass wir, also das, was ich zum Beispiel jetzt heute geschrieben habe an meiner Struktur, dass es wirklich so ist, dass es Schritte zu tun gibt. Wir haben heute zum Beispiel, in den letzten zwei Tagen haben wir so einen ganzen Loslassprozess entwickelt über unterschiedliche Ebenen unseres Seins, weil ich kann nicht nach vorne gehen in das Leben meiner Träume, wenn ich da hinten festhalte. Also ich muss total aufräumen und wir räumen auf von der Ebene unseres alltäglichen Ichs über unsere chronischen Ebenen, über unsere Bindung und das alles, was wir halten, was gar nicht zu uns gehört, aus unserer Herkunftsfamilie, über unsere Ahnen bis ins kollektive Bewusstsein. Wir räumen auf ganz vielen Ebenen auf. Und wir haben zum Beispiel das jetzt so entwickelt, dass immer nach jedem Loslassschritt, wir können erst in das Neue gehen, wenn wir mit dem Alten wirklich klar sind, was davon gehen darf. Und wenn wir damit auch gearbeitet haben, dass es gehen kann, haben wir gesagt, dazwischen wird es immer dann Teile in der Ausbildung geben, wo sie jetzt mit mir in Kontakt gehen und Fragen stellen. Okay, das habe ich versucht, das hat nicht geklappt, das habe ich gemacht, das hat funktioniert, aber das hat nicht funktioniert, wie kann das funktionieren? So, dass es ein kontinuierlicher Lernprozess wird. Dass es also weniger mich gibt, ich da vorne irgendwie versuche, die Power aufzubauen, sondern dass ich natürlich meine Liebe und meine Leidenschaft dafür gebe, aber dass sie wirklich ihre Schritte ausprobieren, tun, angeleitet, und wir die dann begleiten in dieser Entwicklung. Kann man die Ausbildung denn auch schaffen, wenn man Familie, Job und Haus und Garten hat? Unbedingt. Die ist nicht für, also wenn Sie Meditationslehrerin in Tibet sind, brauchen Sie meine Ausbildung nicht. Wenn Sie mitten im Leben stehen und im Zweifel von Menschen umgeben sind, die überhaupt nicht verstehen, was ihr Herz fühlt, Menschen, die sie manchmal für ein bisschen verrückt halten, wenn sie das Gefühl haben, ich bin schon platt wie eine Flunder von all dem, was ich jeden Tag tun soll und ich fühle mich ausgelaugt, dann ist das ihre Ausbildung. Fragt noch jemand, wie viel Zeit braucht man unbedingt, also ungefähr täglich? Wir empfehlen so 10 bis 30 bis 40 Minuten, je nachdem. Sagt Anja, meine Antwort ist anders. Das ist meine Antwort. Meine Antwort ist, Sie brauchen den ganzen Tag und die ganze Nacht, aber ganz anders, als Sie denken. Sie sollen immer mehr, wenn Sie gerade, was weiß ich, Ihrem Kind das Frühstücksbrot in die Dose tun oder während Sie gerade die Waschmaschine
in den Trockner stopfen oder im Büro sitzen und gerade irgendwie nicht voll konzentriert sind oder im Auto sitzen, dass sie lernen, bewusst in ihrem Sein zu sein. Und dass sie abends sich fragen, ich Fernsehen gucken, den Film, den andere gedreht haben? Nein, ich sitze hier und mache meinen eigenen Film. Das ist das, was ich meine. Und Anja hat natürlich recht. Also es gibt die aktive Zeit in unserem Programm, aber ich möchte, dass sie immer mehr den ganzen Tag die Schöpferin werden. Wie individuell ist denn die Ausbildung, wenn hunderte oder tausende Frauen dabei sind? Also wir sind jetzt schon deutlich über 1000 Frauen. Und ich weiß, dass es vielen Frauen so ein Gefühl gibt, oh Gott, das ist bestimmt so eine Massenveranstaltung. Da huddelt die jetzt ihr ganzes Online-Ding ab und wir kriegen irgendwie immer so Videos und ansonsten macht die Urlaub mit Anja auf Malediven. Also, wir sind virtuell beisammen, aber wenn Sie wollen, können Sie unglaublich nah mit mir sein. Und wenn Sie wollen, können Sie mit mir auf eine ganz nahe Reise gehen. Wenn Sie warten, dass ich Ihnen immer sage, was Sie zu tun haben und wann Sie es richtig gemacht haben, das wird diese Reise nicht sein, sondern ich werde Sie immer wieder zu Ihnen führen und Sie immer wieder, allein die Meditationen, die ich jetzt die letzten Tage aufgenommen habe, immer wieder nach innen führen. Ihre Lehrerin ist Ihr inneres Wesen. Sie sind angeschlossen an Ihre Seele, an Ihr Herz, an Ihr inneres Wesen, an eine unfassbare Weisheit. Und ich bin nur die, die Sie immer wieder dahin führt. Und deswegen ist es ein unglaublich individueller, naher Prozess, aber die richtige Berührung, dieses Wow, das sollen Sie in sich finden, nicht in mir. Das ist so eine Verirrung. Mich nervt es manchmal in dieser Welt, dass es so immer mehr da scheinbar gibt, aber vielleicht ist es auch nur durch unsere virtuelle Online-Welt hier, die so irgendwie anderen Menschen vermitteln, dass sie ihnen das alles zeigen und dass sie denen irgendwie den Erfolg oder die Erfüllung oder sonst was bringen. Das ist Quatsch. Das ist in ihnen. Ich bin das Ja da und ich gebe ihnen all das, was ich gelernt habe. Aber die Leidenschaft entwickeln für sich und ihr neues Selbst und ihr neues Leben und all die Möglichkeiten, das müssen sie selbst. Ich kann meinen Funken gerne so glühen lassen, dass er überspringt auf sie. Aber die Leidenschaft brauchen sie. Und ich kann Ihnen nur sagen, mein Kind war klein, mein Mann war immer arbeiten. Ich hatte keinen Babysitter, weil wir mal wieder wegen seiner Karriere umgezogen waren. Ich hatte kein Geld. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte keine Haushaltshilfe. Und der Kindergarten war um 12 Uhr zu Ende. Das war die Zeit, in der das ganze Ding in mir losgegangen ist. Und ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, dass bei dem, was Anja und ich tun, wahrscheinlich weder Anja noch ich einen ganzen Tag im Sessel sitzen und entweder Fernsehen gucken oder uns die Haare bürsten. Wir haben Berge zu tun. Aber Sie glauben gar nicht, wie oft ich da auf meiner Bettkante morgens um 6 oder um 5 auch sitze. Das ist Ihre Entscheidung. Ich kann Ihnen sagen, was ich Ihnen versprechen kann, ist, wenn Sie morgens Ihren Wecker auch nur eine Viertelstunde früher stellen, werden Sie deswegen nicht müder, sondern wacher, wenn Sie die Viertelstunde mit der inneren Arbeit verbringen. Das kann ich Ihnen garantieren. Also wir haben noch ein paar Fakten, und zwar zur Morgenmeditation. Die Morgenmeditation, da haben wir noch keine Zeit festgelegt, weil wir werden am Anfang der Ausbildung, wenn die Ausbildung startet, eine Umfrage machen und werden ganz genau einmal nachhorchen, wann die Zeit am besten für Sie passt. Und dann werden wir die Morgenmeditation zu unterschiedlichen Zeiten anbieten. Mal um 6, mal um 8, mal am Wochenende, mal unter der Woche, also ganz unterschiedlich. Dann kam noch die Frage, ob man sich auch noch nächstes Jahr anmelden kann. Das kann man nicht. Also Anmeldeschluss ist wirklich der 21. Dezember. Und wir haben uns auch ganz bewusst entschieden, dass man wirklich danach auch nicht mehr mit
einsteigen kann, weil wir am 21. Dezember mit der Wintersonnenwende tatsächlich auch beginnen und der Prozess da schon beginnt. Ja, Eva? Die Wintersonnenwende dieses Jahr, und glauben Sie mir eins, ich wusste es nicht, aber meine Seele wusste es. Wer weiß, dass der 21. Dezember dieses Jahr aber wirklich so ein energetisches Feuerwerk ist. Also ich habe nur überhaupt keine Ahnung, ganz viele, ist interessant. Ich habe keine Ahnung von Astrologie, aber ich habe da jetzt so viel gelesen in den letzten Wochen. Ich habe irgendwann Anja ganz aufgeregt eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Anja, weißt du eigentlich, wann unser Training beginnt? Weißt du, was dieses Jahr mit der Wintersonnenwende los ist? Und Anja nur gähnt, ich weiß. Und sie hatte es vor mir schon gelesen. Es ist, also wenn es die Zeit für eine Geburt gibt, dann den 21. Dezember 2020. Das kann ich Ihnen sagen. Ich wusste es vorher nicht, aber meine Seele hat schon fürs Rechte gesorgt. Also wenn Sie da starten und sagen, 2021 soll ein neues Jahr werden, ein anderes Jahr, ich will jetzt endlich in meinen Saft und meine Kraft, 21. Dezember, sage ich nur. Genau. Und alle Infos dazu stehen auch auf unserer Webseite. Also alle Fakten zu den Modulen, zu den Daten, das alles finden Sie auf unserer Webseite. Dann würde ich sagen... Okay. Meditieren wir. Ja, liebe Frauen, dann würde ich sagen, nochmal von unserem leidenschaftlichen Beisammensein hier und all der Inspiration, dass wir die Augen schließen und langsam nach innen kommen. Ich nehme mal mein Handy hier ein bisschen näher, weil mein Laptop gerade nämlich so einen Krach macht. Ja, und vielleicht nimmst du jetzt deinen Atemzug ganz bewusst wahr in deinem Körper. Diese Bewegung, die ganze Zeit da ist. Und wenn du dich öffnest und nachspürst, wie deine Brust sich hebt und senkt und wie das Leben in dir lebendig ist, ohne dass du etwas tust. Und du spürst, wie du angebunden bist an das Leben. Du kannst wochenlang ohne Essen sein. Du kannst sogar tagelang ohne Wasser sein. Aber ohne diesen lebendigen Atem in dir bist du tot. Ganz schnell ist das Leben weg. Aber es lebt in dir, das Leben. Und es belebt alles, was du ihm schenkst. Es kommt in dich hinein und belebt das, was du gerade bist. Und es nimmt das wieder mit, was du gerade loslässt.
alles, was du glaubst, denkst und fühlst, in das fließt dein Atem, das Leben hinein. Und bringt es lebendig in die Welt hinaus. Und wenn du jetzt gerade den Mut hast, zu träumen von deinem zukünftigen Selbst, von dieser Frau in dir, die ins Leben hinaus möchte, geboren werden möchte. Und dir nur eine einzige Szene wünscht. Wie lebst du in deinem zukünftigen Selbst? Im Einklang mit dir selbst. Wenn du Regisseurin bist in einem Film und eine einzige Szene schreiben dürftest, wer bist du? Was geschieht in diesem Moment? Und kannst du dich hineinsinken lassen in diese Szene? Wie fühlt sich das an, so zu leben in diesem einen Moment? Was ist der Gedanke, den du in diesem Moment hast über das Leben? Was ist der Glaube, den du in diesem Moment über das Leben hast? Und wenn du jetzt deinen Atem wieder in deinem Körper wahrnimmst, dann fließt das Leben jetzt in diesem Moment hinein in die Frau deiner Träume, weil du sie jetzt in diesem Moment denkst und fühlst. Weil du eins mit ihr wirst, weil du sie erschaffst in dir. Und jeder Atemzug belebt sie. In all deinen Zellen beginnt sie zu leben, in deinem Geist, in deinen Gefühlen. Und jetzt im Moment belebt dein Atem die neue Frau.
und jeden Moment, den du in ihr verbringst, wächst sie, wird sie stärker, sorgt sie für dich, übernimmt sie das Steuer, verbindet sie sich mit dem Leben, gibt dir neue Inspiration, neue Weisheit, neue Gefühle. Und ehe du dich versehst, ist sie du, bist du sie, weil du sie lange genug gefühlt, gedacht, geglaubt hast und belebt hast. Und jetzt hier, so verbunden mit ihr, kannst du aus ihren Augen auf all die Stolpersteine, auf all die Blockaden, auf all das alte Denken und all die Angst in dir und um dich herum schauen. Auf die Menschen, die dich scheinbar aufhalten und die Widerstand leisten gegen deinen Weg. Die Menschen, die deinen Glauben nicht teilen. Wenn du mit ihr verbunden bist, kannst du dein Herz für sie alle öffnen? Und ihnen Liebe schenken, Mitgefühl. Sehen, wie sehr sie im Alten stecken. Und du schickst ihnen die Liebe. Du bleibst auf deinem Platz. Und spürst, du musst nicht kämpfen. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Du kannst loslassen und in Liebe bleiben. Und du siehst, dass etwas Erstaunliches passiert. Manche Menschen gehen noch tiefer zurück, noch mehr in die Dunkelheit und die Angst. Aber andere, sie verändern sich in deiner Liebe, wortlos. Sie beruhigen sich. So wie das Pferd unter dem guten, präsenten, gesammelten Reiter. Sie finden in deiner Nähe Halt und Grenze zugleich. Und du bleibst bei dir. Und gehst immer wieder zurück in die Erinnerung an dein neues Sein. Du erinnerst ständig im Jetzt deine Zukunft. Und du sprichst im Jetzt aus deiner Zukunft. Und so wirst du ruhiger und entspannter, egal welcher Stolperstein auftaucht. Und selbst die ganze Welt voller Angst. Du bist wie immunisiert. Du bleibst in deiner Welt. Jenseits von der Angst.
Und das Erstaunliche, was du erlebst, ist, du bist keine Träumerin mehr. Du bist eine Kraft. Und du merkst, wie sich alte Kräfte, dunkle Kräfte, Widerstände verabschieden aus deinem Leben, weil deine Liebe und dein Licht immer stärker werden. Und auf einmal siehst du, während du dich noch alleine fühltest gestern, sitzt du ja heute mit Tausenden von Frauen, die aufstehen, die bereit sind zu lieben und mit dieser Liebe für Wandel zu sorgen. Und niemand in den Nachrichten berichtet von ihnen. Aber sie sind da und sie werden jeden Tag mehr. Und auf einmal fühlst du dich verbunden und geborgen. Und du siehst, wie viel Liebe da ist. Und du spürst, was es heißt, wenn immer mehr lieben. Lieben über die Angst hinaus. Und du spürst, was es heißt, wenn du deinen Kindern zeigen kannst, dass sie über die Angst und den Widerstand hinaus lieben können. Du spürst, was es heißt, wenn du den Menschen um dich herum vorlebst, dass du wachsen kannst, egal was da draußen geschieht. Und auf einmal merkst du, dass Koinzidenzen geschehen. Dinge, mit denen du nicht gerechnet hast. Möglichkeiten, von denen du keine Ahnung hattest. Und ehe du dich versiehst, lebst du in einer neuen Welt, in der es tausende von lebenden Menschen gibt und tausende von neuen Möglichkeiten. Und in der du eine Kraft bist, eine Anführerin des Herzens. Und du staunst, weil du vor kurzem nicht die geringste Ahnung hattest, wer du bist. Und jetzt bist du's. Und so verbunden kannst du langsam wieder hierher zurück auf deinen Platz kommen und dir versprechen, dass du die neue Frau nicht mehr loslässt, dass du sie in deinem Herzen hältst. Und wenn du nur jeden Tag ein paar Atemzüge nimmst in dem Bewusstsein, dass sie lebt in dir, wird dieser Atem sie wachsen lassen. Ja, und in diesem Wissen kannst du langsam wieder hierher zurückkommen. In unsere große Runde. Ja, und liebe Anja, gibt es noch irgendwas außer auf Wiedersehen zu sagen und hoffentlich bis bald? Nein. Ja, liebe zukünftige Frauen. Anja, ist da jemand? Ja. Ist da jemand wach? Oh. Kannst du nochmal von hinten so ein klitzekleines Eckchen zeigen? Guck mal. Oh. Da wollte jemand dabei sein. Die zukünftige Frau wollte dabei sein, ne? Oh, liebe Frauen, wie schön ist das denn, dass wir zum Schluss noch einmal Besuch kriegen von einer wunderbaren, jungen, tollen Frau aus der Zukunft. Also, schlafen Sie gut, lassen Sie Ihre zukünftige Frau nicht aus Ihrem Herzen und
vielleicht bis ganz bald. Ich freue mich auf Sie alle. Tschüss. Tschüss.